Willkommen zurück zu Teil 2 der Spiele-Highlights der E3 2014 und wir fangen gleich mit Sony an. Als sicher gilt die offizielle Ankündigung von Uncharted 4. Wir sind sehr gespannt, was das Vorzeigeteam Naughty Dog aus der neuen Hardware herausholt. Und dann freuen wir uns natürlich auch auf mehr Szenen aus der PS4-Version von The Last of Us, die ebenfalls noch grafisch aufgewertet wird. Auch die Chancen auf eine Ankündigung von God of War 4 stehen gar nicht mal so schlecht. Aber da ist noch nichts in Stein gemeißelt, genau wie übrigens auch beim neuen Spiel der Killzone-Entwickler von Guerrilla Games. Da wird von einem Rollenspiel gemunkelt. Sicher ist hingegen ein Auftritt von Drive Club, das ja nun schon ziemlich Verspätung hat, dafür aber von Präsentation zu Präsentation besser aussieht. Neue Szenen gibt es hoffentlich auch zum PS4-exklusiven Deckungsshooter The Order 1868. Da wurde uns zuletzt nur Pixelbrei in einem Entwicklerstream gezeigt, dabei hätte dieses Grafikfest ja nun wirklich ein paar HD-Mitschnitte verdient. Schön wären übrigens auch mal ein paar neue Szenen aus The Last Guardian, aber jegliche Spekulationen in diese Richtung sind eigentlich nur Theorie. Wesentlich besser stehen da die Chancen auf einen ausführlichen Blick auf The Witness, denn das hübsche Puzzlespiel der Braidmacher kommt ja vorerst exklusiv für die PS4. Bei Sony könnten wir übrigens auch neue Szenen aus EverQuest Next zu sehen bekommen, vielleicht zusammen mit der PS4-Ankündigung? Und dann ist da ja auch noch PlanetSide 2, das ebenfalls noch für die PS4 kommt. Und selbst H1Z1, der DayZ-Klon aus dem Hause Sony Online Entertainment, könnte neben dem PC später auch für die PS4 kommen. PS, DayZ und Dean Hall sind übrigens auch auf der Messe. Und zu guter Letzt wäre da noch die Frage, auf welcher Pressekonferenz wohl die Next-Gen-Version von GTA 5 angekündigt wird. Bei Sony oder bei Microsoft? Und wie steht's mit der PC-Version? Aber kommen wir erstmal zum nächsten großen Konsolenplayer, Nintendo. Nintendo wird leider wieder keine klassische Pressekonferenz abhalten, sondern den inzwischen üblichen Nintendo Direct Stream anbieten. Was genau die Japaner zeigen, ist noch offen, aber neue Szenen aus Super Smash Bros. Sind ziemlich sicher. Auch einige Neuankündigungen sind gesetzt, aber ob ein neues, echtes Wii U Zelda dabei ist, tja, wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall kommt aber Hyrule Warriors, ein Zelda-Ableger im Dynasty Warrior-Stil, bei dem auch Team Ninja seine Finger im Spiel hat. Da sowohl Bayonetta 2 als auch das neue Xenoblade-Spiel noch 2014 kommen sollen, gehen wir auch davon aus, dass wir zu diesen beiden Titeln neue Szenen sehen werden. Beim Publisher Bethesda hoffen wir auf die ersten Spielszenen aus dem neuen Doom, immerhin lag schon der Verkaufsversion von Wolfenstein The New Order die Beta-Einladung bei. Auch zu The Evil Within wird es hoffentlich wieder neues Material geben, auch wenn das neue Horrorspiel von Shinji Mikami zuletzt auf Oktober verschoben wurde. Kurz vor der Messe hatte Bethesda zudem mit Battlecry sein erstes Free-to-Play-Spiel angekündigt. Auch daraus wollen wir natürlich Spielszenen sehen, besonders weil Viktor Antonov für die grafische Umsetzung verantwortlich ist und der Mann hat ja mit seinem Stil bereits Half-Life 2 und Dishonored geprägt. Apropos Dishonored, bereits einige Monate vor der E3 machten Gerüchte über eine Ankündigung von Dishonored 2 die Runde. Wir sind sehr gespannt, ob da wohl was dran war. Wo wir hingegen keine großen Überraschungen erwarten, ist vorerst Mad Max. Vielleicht ist das Endzeitspiel sogar gar nicht auf der Messe zu sehen, schließlich wurde der Titel zuletzt auf 2015 verschoben. Schön wäre allerdings mal eine klare Ansage zu Prey 2. Kommt es noch oder sollen wir alle Hoffnungen fahren lassen? Was genau ist da los? Und wie steht es eigentlich um die Konsolenversion von The Elder Scrolls Online? Werden wir sie auf der Messe zumindest sehen können, nachdem sie zuletzt auf Ende des Jahres verschoben wurde? Eine Hoffnung müssen wir Bethesda-Fans im Rahmen der E3 leider auch noch nehmen. Ein neues Fallout wird es wohl auf der Messe nicht geben. Und mit dieser traurigen Nachricht verabschieden wir uns und versprechen für Teil 3 der E3 Highlights mehr Infos zu den Spielen von Warner, Konami, Square Enix, Capcom, 2K Games und Sega.